sind zu Gast bei der Firma Natuser in der Nähe von Castellón. Und neben mir steht Marco Liszewski, der Handelsvertreter ist für das Unternehmen in Deutschland. Und ja, das ist ein Spezialist, wie es ihn eigentlich kaum noch gibt, für stranggepresste richtig. Keramik, so wie man es von früher kannte. Ja, ist richtig. Also erstmal vielen Dank für die kurze Einführung. Ja, Natuser ist in der Tat einer von den zwei, drei wenigen, die es noch gibt in Spanien, die sich dann auch getraut haben, von dem traditionellen Spaltplatten, die jeder kennt, eben auch einen dekorativen Weg zu gehen, auch in die Wohnkeramik zu gehen. Und gut, wir haben ja heute ein paar Eindrücke bekommen, ich denke sehr positiv, sehr vielfältig und ich glaube auch gerade für den deutschen Markt sehr interessant. Mhm. Nun gibt es ja ein recht reichhaltiges Programm, also was einmal aus Formstücken besteht für den Schwimmbadbau, Treppenstufenplatten, was aber auch ergänzt wird durch schöne Dekorationen. Und was ist da besonders für den deutschen Markt interessant? Ja, also ich denke, es gibt verschiedene Bereiche. Es ist natürlich, erstmal muss man sehen, der Produktionsprozess stranggezogen erlaubt natürlich Dekorationsmöglichkeiten, die normales Pressverfahren eben nicht ermöglicht. Das reden wir im 3D-Bereich zum Beispiel, ne, was wir gesehen haben. Da konkret haben wir Treppenstufen gesehen, was natürlich im gepressten Bereich so nicht gemacht werden kann als ein Stück. Dann zum Beispiel Formteile für Schwimmbad und so weiter. Da ist Natuser sehr stark unterwegs. Und dann aber auch in mehr manuelleren Sachen, sage ich mal. Das sind Nischenbereiche, aber die sind auch sehr interessant. Handbemalte Sachen, Doppeltbrand, in dem Bereich. Für den deutschen Markt konkret interessant ist vieles eigentlich. Das ist ein Riesenprogramm. Da gibt es sowohl weißschäbiges Steingut als auch stranggepresstes Feinsteinzeug. Also in beiden Richtungen kann man gehen, sowohl Boden als auch Wand natürlich. Und die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, zumal die auch sehr flexibel sind, um für Kunden, sage ich mal, personalisierte Produkte herzustellen. Das heißt, wenn jetzt ein größerer Kunde sagt, ich möchte gerne eine andere Form, das können die auch machen. Mhm. Die sind da sehr flexibel. Und das kann eine große Fliesenindustrie eigentlich eher weniger, weil die natürlich auf die großen Mengen angewiesen sind. Das ist bei Natuser eben ganz anders. Mhm. Das heißt, ihr produziert für andere Hersteller diese Spezialitäten, diese keramischen, um die Programme entsprechend abzurunden. Mhm. Aber ihr rundet eure Spezialteile eben auch mit Feinsteinzeugprodukten von diesen Herstellern ab. Genau, also es ist praktisch eine Doppelwirkung. Genau, wir machen zum einen für andere Werke, zum Beispiel Treppenstufen in einem Stück, die können natürlich die nicht selber herstellen. Und im Gegenzug natürlich bauen wir unsere Kollektion aus mit normal gepressten Platten von anderen Werken, klar. Also das heißt, man hat so eine Win-Win-Situation eigentlich mit der ganzen Geschichte. Gibt es da eine Mindestquadratmeter oder Stückzahl, ab wann man praktisch individuelle Wünsche berücksichtigt? Ja, gibt es. Also wir sagen immer so, das geht liegt so um die 1000 Quadratmeter. Wobei das auch ein bisschen flexibel ist. Man kann zum Beispiel sagen, ich nehme vier Farben, 250 Quadratmeter pro Farbe. Da kann man schon personalisieren. Also sehr kleine Mengen, finde ich. Im Gegenzug zu größeren Werken, die dann gleich mit 4.000, 5.000 Quadratmetern kommen, kann man hier auch mit relativ kleinen Mengen arbeiten. Okay, super. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich, Ralf.